schönen guten Morgen. Was soll ich sagen? Ihr habt schon im Anfangsvideo gesehen, es geht um eine Elberfelder CSV mit Notizseiten. Ohne überstehende Ecken und mit einer Notizseite hinter jeder Bibelseite. Es ist nämlich etwas schwierig, wenn du eine Bibel nimmst und sagst zu einem Buchbinder, lieber Buchbinder, mach mir mal bitte hinter jeder Seite eine Notizseite, dann kann das mitunter sehr, sehr dick werden. Dann sagt der Buchbinder möglicherweise, klar, mein Freund, mache ich dir, aber ich schaff's nicht hinter jeder Seite, denn dann kriege ich nicht mehr den Einband herum. Das sieht dann nämlich so aus. Ja, habe ich auch mal gemacht mit einer Luther 17. Und dann kommen nämlich die Buchbinder irgendwann in ihre Grenzen, weil sie das dann in dieser Dicke nicht weiter schaffen. Hier ist nicht hinter jeder Seite eine Notizseite, bei Chroniken nicht komplett. War jetzt nicht so wichtig. Ja, Chronik, jetzt eine Notizseite. Aber so würde das dann aussehen. Die hier, der Verlag, hat es im wahrsten Sinne des Wortes geschafft, hinter jeder Bibelseite eine Notizseite zu kleben. Vorneweg für die, die das benötigen. Denn nicht jeder schreibt sich zu jeder Bibelseite etwas hin und manche wissen auch gar nicht, was soll ich mir denn da alles immer notieren? Das soll ich mir denn immer alles da reinschreiben? Sicher. Das ist ein ganz anderes Thema. Einige machen dort für ihre, habe ich schon gesehen, für einige Gottesdienste ihre Gliederung rein. Und dann geht's los. Einige schreiben rein Auslegungen für sich selber. Einige übertragen Auslegungen von Studienbibeln da rein. Und. Da hat jeder so seinen eigenen Stil. Man sollte sich vorher überlegen, was möchte ich mir da überhaupt reinschreiben, sonst fängt man immer wieder neu an. Drei schicke Lesebändchen in Schwarz, Gold, Schwarz. Das sieht sehr schön aus, sehr edel. Ist sehr schön verpackt. Ihr kennt sicherlich noch das Video, ist auch ein Jahr her oder zwei Jahre her. Da habe ich die vorgestellt. Das ist exakt dieselbe. Nur eben mit Schutzkappen. Schutzkappen sind nicht für jeden etwas, aber ihr seht das schon, steht bei mir gerade im Regal, man hat kein Problem. Einige denken immer, mit Schutzkappen kann man die Bücher nicht reinstellen. Doch, das geht wundervoll. Das kann man wundervoll reinstellen. Zweite Auflage 2021, Elberfelder CSV, Textstand 07. Rindleder Schwarz-Goldschnitt und es gebe ihn auch in Rindleder Hellbraun-Rot-Goldschnitt. Die Seiten sind kleine A5 Seiten, 21,5, 14 cm Breite, kleine A5 Seiten. Es ist ein dünnes Schreibpapier. Und wenn man sieht, ein bisschen siehst du dort den Bibeltext durch. Das ist nämlich in dem Fall gar nicht tragisch, denn wenn du dann was draufgeschrieben hast, nimm einen Stift, der nicht durchdrückt, sonst hast du ihn nämlich auf der anderen Seite leicht durchscheinend. Und das ist nicht schlimm, wenn auf der anderen Seite ist kein Bibeltext. Da hast du nur deine Notizseite. Du schreibst also nicht auf den Bibeltext. Hier auch. Wenn du Notizen machst, Bleistiftnotizen machst, kann das mitunter dann irgendwann aber auch unschön aussehen. Das siehst du dann hier auf der Seite, weil der Stift natürlich durchdrückt und meine Notizen da oben, man kann sie sehen sicherlich, da oben die Notizen, die sind dort nicht geschrieben, die sind auf der Rückseite geschrieben worden und die drücken dann hier. Dann dort durch. Da müsst ihr aufpassen. Nehmt entweder, wenn ihr noch nicht so klar wisst, was ihr reinschreibt, schreibt lieber erstmal auf einem separaten Zettel oder in ein Notizbuch, bevor ihr dann hier eure Notizseiten beschreibt und dann kriegt man sie schlecht weg. Was auch schlecht geht bei diesen dünnen Seiten, wenn du Bleistift genommen hast, wenn du dann radierst, da hast du ganz schnell einen Riss in der Seite. Da ist ein Loch drin.
Überlege dir also dreimal, was du reinschreiben möchtest und mit welchem Stift. Ich bleibe ja nach wie vor bei solchen dünnen Seiten. Ein ganz dünner HB-Bleistift oder eben ein 005 Fineliner und dann leg dir auf jeden Fall, ich zeig das mal eben, leg dir auf jeden Fall was drunter, wenn du dann schreibst. Genauso, wenn du dann auf der Rückseite schreibst, leg den Zettel drunter. Ansonsten hast du diese unschönen Durchdrückung wie aus der anderen Ausgabe. Komplett in Goldschnitt. Das sieht wirklich, wirklich edel aus. Du hast zweispaltigen Elberfelder CSV-Text unten mit alternativen Übersetzungen. Also Elberfelder CSV und Schlachter sind ja für mich wirklich die schönsten Übersetzungen. Und mehr kann ich zu dieser Notizseitenausgabe auch nicht sagen, denn wir hatten sie schon in den überstehenden Ecken und das ist einfach eine edle Ergänzung.